Alle Anlagen sollten gemäß den Herstelleranweisungen installiert und die Firmware stets auf die neueste Version aktualisiert werden. Bitte konfiguriere alle Geräte gemäß den von deinem HEMS-Partner bereitgestellten Inbetriebnahmeunterlagen. Im Lieferumfang sind enthalten die Gridbox, ein Startcode, ein Faltblatt, ein Netzwerkkabel und ein Netzteil. Wichtig: Bevor du mit dem Anschluss der Gridbox beginnst, stelle sicher, dass alle infrastrukturellen Voraussetzungen für eine Gridbox-Installation erfüllt werden. Nachdem das Netzteil angesteckt wurde, verbinde die Gridbox über das LAN-Kabel mit dem Router oder Switch. Bitte beachte, dass alle Anlagen plus Gridbox mit demselben Netzwerk verbunden sein müssen. Die Status-LED sollte nun rot blinken. Dabei kann die Gridbox auch schnell und einfach außerhalb der Unterverteilung installiert werden. Rufe den Installationsassistenten über die vom HEMS-Anbieter bereitgestellte URL auf. Als Referenz verwenden wir den Installationsassistenten im Grid X-Design. Schritt 1. Registriere dich. Schritt 2. Klicke auf Los geht's und gebe den Startcode ein, der auf der Gridbox und auf dem Verpackungsdeckel zu finden ist. Es erscheint die Seriennummer der Gridbox. Wenn die Verbindung korrekt hergestellt ist, leuchtet die Status-LED grün. Andernfalls überprüfe die Stromversorgung und die LAN-Verbindung. Wähle den Systemtyp aus und gebe alle persönlichen Daten ein. Nach einigen Minuten werden alle während des Systemscans gefundenen Anlagen angezeigt. Während des Systemscans pulsiert die Status-LED grün. Weise den gefundenen Anlagen die passenden Anlagentypen zu. Gebe nun die nach § 14a ENWG relevanten steuerbaren Verbrauchseinrichtungen an. Optionale Zusatzinformationen wie Ladeprofile für Elektroautos oder Strompreise können jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt werden. Aktiviere nun das Energiemanagement. Das System wird nun im Hintergrund geprüft und das Dashboard wird eingerichtet. Dies kann einige Minuten dauern. Sobald das System läuft, leuchtet das Status-LED hellblau. Wenn Probleme oder Fehler aufkommen, die nicht mit den Inbetriebnahmedokumenten behoben werden können, wende dich bitte an den First-Level-Support deines HEMS-Anbieters.